Giorgia ist Italienerin und studiert in Frankreich. Giorgia hat sehr hart für ihren Abschluss in Finanzwirtschaft gearbeitet. Herzlichen Glückwunsch, Giorgia. Jetzt kommt der schwierige Teil, einen Job zu finden. Zum Glück hast du einen Praktikumsplatz zu Hause in Mailand. Sie werden dir sicher nachher eine feste Stelle anbieten. Und? Haben sie dir einen Job angeboten, Giorgia? Was hast du jetzt vor, Giorgia? Gibt es viele Jobs in der Gegend? Da du in Frankreich studiert hast und gut Französisch sprichst, warum bewirbst du dich nicht für Jobs dort? Die Frage ist, wie fängst du es am besten an? Hier kann ESCO, die europäische Klassifikation für Fähigkeiten, Kompetenzen, Qualifikationen und Berufe, weiterhelfen. Statt für jede Bewerbung im Ausland einen neuen Lebenslauf zu erstellen, wählst du die Kompetenzen aus, die für dich relevant sind. ESCO übersetzt diese Kompetenzen automatisch in alle anderen 26 ESCO-Sprachen. Du kannst auch Querschnittskompetenzen hinzufügen. Das sind fachübergreifende Kompetenzen, wie zum Beispiel Teamarbeit oder Präsentationen halten. Und presto, kannst du dich für Jobs in Frankreich bewerben, Giorgia. Du kannst diese Bewerbungen sogar auf jeder Stellenplattform einreichen. Ziemlich clever! Das liegt daran, dass wir ESCO zusammen mit Experten aus allen Wirtschaftsbereichen entwickelt haben, damit es von Arbeitgebern in ganz Europa verstanden wird. ESCO ist jetzt verfügbar.